Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute auf der Karte Berlin X10 Erweiterung unterwegs, die damals ja noch von Simon gebastelt wurde. Aber wir schauen uns natürlich heute auch was Neues an, denn The Gamer 1990 hat uns hier unseren Connector gemoddet. Dementsprechend haben wir jetzt hier eine moderne Kasse mit enthalten. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Finde ich großartig. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier die großartigste Community haben, denn ich selbst habe das nicht hinbekommen. Ihr könnt das Ganze euch natürlich runterladen auf Omsi Webdus, da könnt ihr euch das gerne dann selbst hinzumodden, wenn ihr das möchtet. Und dementsprechend, was kommt denn hier? Eine Turbine? Das ist ja Wahnsinn. Könnt ihr euch das natürlich selbst modden? Ich habe das Ganze natürlich nicht hinbekommen. Dementsprechend, ja. Tja, so ist es. So ist es. So, wir stehen hier. Wir müssen mal ganz kurz nochmal unser Tracker AR hier anschalten und das Ganze funktioniert. Und wir hauen mal hier rein und ihr seht, ne, es funktioniert. Fantastisch, ja, großartig. Finde ich mega nice. So, jetzt haben wir hier auch eine richtige Kasse drin. Und somit ist der Bus für mich absolut vollständig. So, Teltowsiger Ressort, das passt wundervoll nach Hauptbahnhof. Dementsprechend lasst uns den Motor starten. Überall Licht an und schon mal ein bisschen pushen, denn wir brauchen natürlich ein bisschen Door-Damage. Das ist natürlich uncool. Ja, der hat gerade beim Spawn, hat er hier meinen... Oh, wirklich. Beim Spawn hat er mir gerade meinen Bus zerstört. Der hat ihn hier mitten auf der Laterne gesetzt gehabt. Das war natürlich ein bisschen unschön. Ja, da fahren wir jetzt, egal wie immer, den Fahrplan. Ist egal. Achso, und was ich noch machen muss, ist, dadurch, dass wir auf der Karte von Simon unterwegs sind, müssen wir die Kollision leider deaktivieren, denn hier gibt es nämlich unsichtbare Wände und das ist natürlich nicht so schön. So, aber die Tür geht jetzt. Okay, ja, die funktionieren. Ja, jetzt haben wir natürlich 13 Minuten Verspätung. So, das kriegen wir jetzt hier natürlich nicht weg. Na denn. Dann würde ich sagen, hauen wir rein hier und fahren mal. So, wie gesagt, er hat uns hier zwar hingespawnt hier, ne, das war okay, aber er hat natürlich uns mitten in diese Laterne hier reingesetzt, was natürlich ein bisschen unschön ist. Achso, das brauche ich ja gar nicht, brauche ja gar nicht mehr. So, denn wir haben ja unser Track AR. So, und dann können wir jetzt hier losfahren. Ah, ich war so enttäuscht gewesen, dass er die Karte aufgegeben hat. Aber wie gesagt, es gab halt massive Probleme, ja, mit der Karte. Was natürlich dann nachvollziehen kann, dass man dann irgendwann sagt, dann irgendwann hat man dann auch die Schnauze voll davon. Ja, wenn das alles nicht so will und dann ruckelt das und dann spinnt das hier so rum und naja. Schade, schade. So. Gut, dann wird er einsteigen gehen. Morgen. Morgen. Es ist um 8. Wundervoll. Ich schwöre nicht, dass wir zu spät sind. Ist eigentlich nur 30, aber... Vielleicht ein bisschen Zeit aufholen wäre natürlich großartig. Bahnhof Teltow. So. Bahnhof Teltow. Schön 601 X1. So, hier haben wir nichts. Ja, komm, richtig wieder ein, Omsi. Und natürlich hier passen natürlich auch Winter. So. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte. 6,50. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Danke.
Ja, sind ja wieder pünktlich heute. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. So, 2,50. Achso, den brauchen wir nicht. So, na denn. Lässt du mich raus? Meine Güte. Ja, muss ich da jetzt auch noch versuchen, denn hier, wisst ihr, sich nur hier rinzudrängeln hier. Machen wir meinen Bus ein bisschen wärmer. Mozartstraße. Ah, sieht schon schön aus, wenn das ja alles so weiß ist und sowas. So. Blumenstraße. Die Blumenstraße. Hallo. Hallo. Ja, ist schon toll mit dieser neuen Kasse, ja. Also wirklich an der Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön. Wie gesagt, es gibt eine Einbauanleitung auf OMSI Webdisk. Ich glaube, Phasus war der Meinung gewesen, dass es den Bus sogar schon fertig gab mit der neuen Kasse. Als Mod musste man da reinschauen. Aber wie gesagt, also ich weiß halt, dass es die Mod gibt, also die Kassenmod. Da könnt ihr euch eins von vier Kassen einbauen, installieren und dann könnt ihr das Ganze dann dementsprechend dann halt damit dann fahren. Ich habe das probiert, bei mir ging das halt nicht, ich habe mir da scheinbar zu dumm angestellt. Wo ich dann fertig war, habe ich dann bloß meinen Busfahrer gesehen, ja, aber der Bus war weg. Keine Ahnung, was da das Problem ist, reicht ja schon, wenn da irgendeine Zeile wieder falsch eingetragen ist oder sowas. Mega ärgerlich, denn aber wie gesagt, denn The Gamer 1999 hat das Ganze zugeschickt. Schade natürlich auch ein bisschen, dass es hier halt erstmal nur für den Gelenkbus ist. Vielleicht kann er das Ganze ja dann nochmal für den Solobus machen. Denn man hat es gemerkt in Grefrath, Gelenkbus im Schnee. Und ist schon ein Kunststück, ja, muss schon gelernt sein. Passiert hier noch was mit der Ampel oder bleibt die jetzt hier dauerrot? Ich fahre einfach, weil die Fußgänger haben auch rot, ganz ehrlich. Karte war leider nie fein, ne? Also von daher, wenn da Probleme sind. Ich kann mich hier leider nicht an die ganzen Dinger hier erinnern, hier an die. So, hier zum Beispiel ist nämlich hier so eine unsichtbare Wand.
Und das macht's denn echt nicht angenehm, denn wenn du da gegen irgendwas reinfährst. Ach, diese Tür kotzt mich so an, ja, dass die nicht einfach offen bleibt. So, wir haben es vermisst hier. So, Bürgertreff. Och, fahr doch nicht. So. Du dich eigentlich auch nach den Fahrzeugen, die da am Plan stehen? Nö, 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 nö. Das ist veraltet. Da hätte doch keiner mehr dran. Zehlendorfer Straße. So. Ja, ja. Ach, das ist alles hier schön, 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 schön. Ja, alles hier großartig. Aber naja, Berlin-Steglitz. Jetzt nach rechts rum. Schon echt lange nicht mehr diese Karte gefahren hier. Also das Problem ist halt auch, wie gesagt, weil sie halt nicht vollständig ist. Hier geht es natürlich auch nur bis Waldschenke. Dann endet die Karte ja da auch wieder abrupt. Meine bis, also die X1 hätte man auf jeden Fall noch fertig bauen können. Die 601, die ist wirklich, wirklich kompliziert. Also das ist schon ein bisschen too much. Ich weiß nicht, warum das hier gerade so wieder massivst wieder so rumruckelt hier. So, hör mal, lass mal die Heizung wieder ausmachen. Die kommen ja viel einmal zu spät. Normal. Einmal normal drücken. So. Ich glaube, das sind diese unsichtbaren Wände hier, ne? Badstraße.
Bleib stehen. Mal wieder ein bisschen der Bordstein. Ja, das ist er halt, ne? Schön, wie gesagt, mit Regiobus und alles sowas. Einmal kurz weg. Hätte ich auf jeden Fall gerne mitgeholfen hier bei dem Projekt hier. Hier der schöne Hafen hier, der arschteure. Später kriegst du ja auch nicht raus. Das ist Wahnsinn. Schön hier an unserem Real vorbei hier. Oh, hör auf zu ruckeln. Hallo. So. Schnell noch ein Bild gemacht. Also ja, dass ich richtig Mühe gegeben. Das Lidl gibt es jetzt hier, das ist fertig gebaut. Nice Straße. Vielleicht können wir irgendwann mal den Simon noch mal überzeugen, doch noch weiter zu bauen. Scheiße. Dass die immer an Jammern sind. Ja, komm, fahr doch. Normalerweise würde er jetzt stehen bleiben und würde mich hier rauslassen. Nö. Nicht in Omsi.
Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. So 10, 2, 4, 6. Wir sind zu spät, schon wieder zu spät gekommen. Schon wieder? 10er oder ist es. Also ich bin der Meinung, dass da einer mindestens fehlt. Sagen Sie mal, der Fahrplan ist auch wohl nur zur Deko da oder was? Jupp. Wenn du wüsstest. Weißt du, zumal die Leute solche Kommentare nie abgeben, weil die wissen ja nie, was wirklich passiert ist. Halt, ne? Also. Könnt ihr schon mal euch schon mal merken, ja, also. So unhöfliche Menschen hast du in der Regel nicht. So, rechts geht zur Wartestraße. Teltow Feuerwehr. Jo. Kein einziger Kollege hier irgendwie mal uns entgegengekommen. Ist natürlich auch ein bisschen... Gewimmelt sonst von Regobus, ja, also. Schwarzer Weg. Was bleibst du denn hier stehen? Dit. Pushkinstraße. Boah, da muss jetzt echt noch einer einsteigen. Ja, wirklich. Warum auch? Warum hätte ich mal sonst fahren können hier? So. Hallo. Naja, steig ein. Starnsdorfer Hof.
Gut, Waldschenkel, Feierabend würde ich sagen für uns heute. Waldschenkel. Also wie gesagt, dieser DEC, wirklich, ich empfehle Ihnen diesen Bus, ja. Wie gesagt, jetzt auch mit der schönen modernen Kasse und alles, was drin ist, macht ja schon richtig, richtig Laune. Heizt gut, fährt gut, beschleunigt gut, bremst gut. Also das ist ein DRC, den man wirklich, weil der hätte wirklich an einem vorbeilaufen können, ja, vorbeigehen können. Aber wie gesagt, ich mochte das Design von dem Bus so, weil der halt so eine Mischung aus dem C2 ist und dem Ofen von der 30. Und genau das macht ihn für mich echt wertvoll, also finde ich persönlich. So, damit sind sie alle raus. So, Oskar Lehner haben 6,23. Der fährt hier falsch ab, das stimmt hier nicht. Tätowierungshaus Haus stimmt, weil Oskar Lehner fährt nämlich auf der Seite hier nämlich ab hier. Auf der Seite. Hier hinten. Joa. Wannsee fährt hier auch nicht ab, oder? Wannsee? Kann doch, kann sein. So, startet auf Hildegardstraße. Ah ja, die 6,23. Uah. So, hier fährt 6,22 ab. Sputendorf. Stimmt ja auch nicht so ganz. Ja, also wie gesagt, Tetonute-Straße. Wie gesagt, hier hast du ja meistens den Pausenplatz. Dann hast du hier noch Tabakladen drin. Da hole ich mir meine Zigaretten. Und so weiter und so fort. Großartig. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mal wieder mit einer weiteren Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, also großes Dankeschön nochmal an The Gamer, der mir das Ganze hier, wie gesagt, hier zusammengebastelt hat mit der neuen Kasse und alles sowas. Jetzt ist der Bus so gut wie fast perfekt, ja. Da war auch noch der Morphe-Sound drin, den es natürlich auch noch im Adventstürchen gab. Nee, gar nicht, gar nicht im Adventstürchen, sondern den gibt es als normal Donut auf OMSI Webdisk. Also wie gesagt, auch nur ein neuer Soundmod ist mit dabei gewesen. Also alles im Allen, der Bus, der ist richtig großartig. Ich kann ihn empfehlen, also wenn ihr mal irgendwo auf der Suche nach einem neuen Bus seid, dann wie gesagt, schaut euch den an. Das ist auch ganz gut gedeutscht gerade gewesen alles. Wie gesagt, schaut euch den mal an. Und ich denke mal, auch ihr werdet damit wahrscheinlich in Zukunft viel, viel Spaß haben. Sonst, werden wir den hier wahrscheinlich jetzt öfter sehen. Der reiht sich nämlich mit in meinen Lieblingsbussen mit ein. Und dementsprechend, schauen wir mal, wie es hier auf jeden Fall weitergeht. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass du dabei warst und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Ich verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.